Herzlich willkommen zu Modul 7 und zur Vorbereitung in der Realität. Denn vielleicht wisst ihr das schon, nach dem, was wir so gerade gemacht haben, wissen wir jetzt eigentlich, sind wir uns eigentlich dessen bewusst, dass gute Moderation gute Vorbereitung braucht und das auch schon die halbe Miete ist. In der Vorbereitung überlegen wir uns dann wirklich im Detail, was ist die Sozialform, also wollen wir Dinge alleine im Plenum, in der Kleingruppe machen, was für Fragen brauchen wir, sind die offen oder geschlossen, also wer wie was fragen oder Ja-Nein-Fragen oder Skalenfragen, bewertet von 0 bis 10 oder so. Und welche Methoden wollen wir einsetzen? Und das alles so verwoben, idealerweise auf das klare Ziel hin. In der Realität ist das der Fall. Wir moderieren spontan, wir wissen erst kurz davor, wir haben wenig Zeit. Wir sammeln vielleicht auch erst am Sitzungsbeginn überhaupt die Tagesordnungspunkte und entsprechend schwierig können wir uns mit der Vorbereitung tun. Ich will euch ermutigen, euch gut vorzubereiten, gerade wenn es um sensible Themen geht, wenn es um schwierige Prozesse geht. Ihr spart die Zeit vermutlich um ein Vielfaches ein, wenn ihr euch gut vorbereitet oder wenn ihr euch am Ende der letzten Sitzung kurz die Zeit nehmt, schon mal die Tagesordnungspunkte für die nächste zu sammeln, damit sich jemand gut auf die Moderation vorbereiten kann. Also schaut da, dass ihr, wo immer es geht, diese Vorbereitungszeit investiert. Aber ich will euch auch ein paar Tricks geben, wie es schneller geht, wenn ihr es schneller machen müsst. Eine Methode dafür ist die sogenannte POP-Methode, Purpose Outcome Process. Und die Idee dahinter ist es, das Treffen einmal zu checken auf die Frage hin, was ist eigentlich Ziel und Zweck des Treffens? Die Zieldimensionen kennt ihr schon und wahrscheinlich könnt ihr die jetzt relativ leicht vervollständigen. Was ist der Outcome, den wir haben wollen? Also welche Ergebnisse will ich danach haben? Und was ist der Process? Also welche Schritte sind dahin notwendig? Und diese Methode könnt ihr entweder anwenden auf das ganze Treffen oder auch auf jeden einzelnen Tagesordnungspunkt. Gerade wenn es größere Punkte sind, macht es Sinn, auch da nochmal zu fragen, was ist Ziel und Zweck dieses Tagesordnungspunkts, welches Ergebnis wollt ihr am Ende haben und welcher Prozess könnte dazu führen, dass ihr am Ende diese Ergebnisse habt. Wenn es noch schneller gehen soll, ihr könnt das übrigens auch am Anfang einer Sitzung gemeinsam machen. Das kann auch sozusagen sehr hilfreich sein. Also wenn wirklich ganz, ganz spontan moderiert wird, dann macht es meistens Sinn, sich die ersten Minuten trotzdem zu nehmen, die Tagesordnung gut zu stricken, damit ihr dann auch wirklich die richtigen Prioritäten im Treffen setzt und euch nicht wieder in den falschen Diskussionen oder in den falschen Zielsetzungen verheddert, weil ihr euch gar nicht darüber bewusst gemacht habt, wo ihr hinwollt und wer welche Interessen daran mitverfolgt. Die ganz, ganz schnelle Quick-and-Dirty-Methode ist es dann in der Tagesordnung einfach gnadenlos zu kategorisieren in, ich schlage mal immer diese vier Kategorien vor. Also zu gucken, welche Tagesordnungspunkte dienen der Information und dem Update. Und übrigens, wenn ihr wenig Treffenszeit habt, überlegt auch gut, ob ihr die wirklich für Information und Update verbrauchen wollt, weil das meistens eins der Dinge ist, die man auch sehr gut per E-Mail, per kleines Video rumschicken, per Sprachnachricht, was auch immer machen kann. Überlegt, welche Punkte dienen der Beratung und dem Austausch. Das ist in der Regel was, wofür wir Treffen brauchen, was viel schwerer auf so einem Messenger-Weg oder sowas geht. Überlegt, wo ihr Entscheidungen und Vereinbarungen treffen wollt und überlegt, welche Tagesordnungspunkte dienen vor allen Dingen dazu, euch als Team zusammen oder weiterzubringen. Das kann man sehr schnell durchkategorisieren und immer einen Buchstaben dahinter schreiben. Vielleicht gibt es bei euch auch noch eine fünfte Kategorie, aber diese vier haben sich in den meisten meiner Gruppen sehr bewährt. Jetzt seid ihr gefragt. Kategorisiert mal eure nächste Tagesordnung oder die letzte, wenn ihr die nächste noch nicht habt. Aber einfach, um mal in dieses Denken und in diese Übung zu kommen, kategorisiert die doch mal schnell durch. Schreibt mal dran, an jeden Punkt dient der Punkt der Information und dem Austausch, dient der Punkt der Beratung, dient der Punkt der Entscheidung und Vereinbarung oder dient der Punkt eurer Teamentwicklung. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns gleich bei dem letzten Modul rund um Check-in und Check-out. Zwei völlig unterschätzte Phasen nach meiner Erfahrung in der Moderation. Und die wollen wir uns zum Ende natürlich nochmal genauer anschauen. Bis gleich.